Liebe Freunde, zurück zur Odyssee im Auftrag des Königs. Wir haben den Schlüssel zum Kerker, den wir Stefan abgeluchst haben, nachdem wir aus seiner Stube den Kerkerschlüssel genommen haben. Jetzt werden wir mal Janus Bescheid sagen. Ich habe den Schlüssel zum Kerker. Gut, dann spreche, sobald es geht, mit den Gefangenen. Pass aber auf, dass sich niemand dabei sieht. Ah ja, wo der Kerker ist, das weiß ich ja jetzt. Und da war ja auch einer verschlossen, also eine Tür. So, dann hüpfen wir mal eben schnell zum Kerker. Kerker. Ja, wo bist du, Kerker? Da bist du, Kerker. Mhm, wer nicht brav ist, der wird hier zum Trocknen aufgehangen, in dem Käfig. Erinnert mich an Münster, da hängen sie am Dom nämlich auch mit Skelette, glaube ich, aber Kunstskelette. Gut, reingehen in den Kerker, gucken, wer da alles so da ist. Ah ja, ein Victor haben wir hier. Hallo, wer bist du? Noch nie einen Gefangenen gesehen? Komm, lass mich einfach in Ruhe. Warum sitzt du im Gefängnis? Weil, ach, das glaubst du mir sowieso nicht. Du willst also damit sagen, dass du hier unschuldig sitzt? Genau das. Ich bin nur in die Stadt gekommen, um die Leute vor den Orksöldnern zu warnen. Aber mir glaubt ja sowieso keiner. Du kannst es ja mal versuchen. Erzähl mir doch mal, was du über die Söldner in Erfahrung gebracht hast. Nee, besser nicht. Damit bin ich schon einmal auf die Schnauze gefallen. Aha. Mal gucken, ob Fulko schuld dran ist. Fulko ist also schuld daran, dass du hier sitzt? Genau so ist es. Und dabei wollte ich Bruno nur vor den Orksöldnern warnen. Aber anscheinend war genau das verkehrt. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass Fulko mit den Söldnern unter einer Decke steckt. Fulko? Der Vertraute des Statthalters? Das sind aber jetzt schwere Anschuldigungen. Ich weiß. Und darum wird mir auch niemand glauben. Wie kommst du darauf, dass Fulko was mit den Orksöldnern zu tun hat? Da gibt es mehrere Gründe. Na, da bin ich gespannt. Ich war Zeuge eines Gespräches zwischen zwei Männern, als ich im Wald übernachtet habe. Sie sprachen davon, wie man am besten die Stadt in ihren Besitz bringen könnte. Der eine von den beiden musste aus der Stadt stammen. Er sollte abends die Stadttore öffnen, um die Söldner in die Stadt zu lassen. Leider war es zu dunkel, um jemanden erkennen zu können. Doch einer von den beiden gehörte ganz sicher zu den Orksöldnern. Und der andere? Der andere war Fulko. Bist du sicher? Ich denke, es war zu dunkel, um jemanden erkennen zu können. Nun, dein Name ist nicht gefallen. Aber als ich tags darauf nach Tamora ging, um mit Bruno zu sprechen, wurde ich zu Fulko geführt und da habe ich seine Stimme wiedererkannt. Das heißt noch lange nicht, dass es auch Fulko gewesen ist. Stimmen sind sich ähnlich. Da hast du schon recht. Aber als ich Fulko von meinem nächtlichen Abenteuer erzählte, wurde er leichenblass und ganz schön nervös. Als ich darauf bestand, den Statthalter zu sprechen, sagte er mir ziemlich erregt, dass er Bruno holen wollte. Ich sollte so lange vor der Burg warten. Aber nicht Bruno erschien, sondern zwei Wachen, die mich sofort festnahmen. Natürlich fragte ich, was ich verbrochen hätte, aber ich bekam überhaupt keine Antwort, sondern wurde sogleich in den Turm gesteckt. Seitdem sitze ich hier bei Wasser und Brot. Und seit deiner Einkerkerung hat niemand mehr mit dir gesprochen? Weder Bruno noch Fulko? Weder noch. Und dabei sitze ich schon mindestens zwei Wochen hier. Nicht einmal mein Wärter spricht mit mir ein Wort. Nur beim ersten Mal, als er mir ein Stück Brot und etwas Wasser brachte, sagte er kurz, dass es ihm verboten wäre, mit mir zu sprechen. Ich war richtig fertig. Ich fragte mich die ganze Zeit, warum ich hier sitze. Hier im Kittchen hatte ich Zeit, über vieles nachzudenken. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass Fulko vorhat, die Stadt an die Orksöldner zu verraten. Ja, Kittchen, ein sehr neumodisches Wort. Na, gucken wir mal, ob er Beweise hat. Hast du Beweise, dass Fulko ein Verräter ist? Leider nicht. Doch, halt. Der Orksöldner sprach von einem Brief, den der Verräter in seinem Besitz haben muss. Einen Brief? Interessant. Wenn Fulko wirklich der Verräter ist, muss er diesen Brief haben. Kennst du vielleicht seinen Inhalt? Da fragst du mich zu viel. Ich habe keine Ahnung. Aber der Brief muss sehr wichtig sein, da der Söldner meinte, dass dieses Schreiben nicht in falsche Hände fallen dürfte. Dann sollten wir dieses Schreiben unbedingt in unseren Besitz bringen, damit wir Fulko überführen können. Das wird schwierig werden. Er wird ja den Brief nicht irgendwo herumliegen haben. Entweder wird Fulko das Schreiben bei sich führen oder an einem sicheren Ort versteckt haben. Das nehme ich auch an. Na gut, ich werde versuchen, den Brief in meinen Besitz zu bekommen. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Mach's gut. Ja, mach's gut. So, wollen wir ihm das Brot und Wasser lassen? Ja,
Das nennt man mal gnädig. Er ist ja, sitzt ja echt völlig unschuldig da rum und die Verdächtigung, dass Fulko da irgendwie seine Hände im Spiel hat, sind offensichtlich. Ja, Ork-Söldner sind mit im Bunde. Dann gucken wir doch mal, indem wir mal abspeichern. Na, wo will ich denn hin? Ich werde erstmal versuchen, mit Fulko darüber zu reden. Und schauen wir mal, ob er irgendwas sagt. So, dieser. Ne? Oh, oh. Hey, hey, was? Hey, ich warne dich. Komm mir bloß nicht in die Quere, klar? Aha. Hey, ich warne dich. Also müssen wir zuerst einen Brief finden. Dann gucken wir doch mal hier. Der Mann im Kerker, zack, Victor vermutet beschreiben, der... Ja, vielleicht sollte ich vorher meinen Geschicktaschendiebstahl verbessern, aber bevor ich nach einem Brief suche, sollte ich nochmal mit Jano sprechen, alles klar. Danke für die Hinweise. So, Janus, grüß Gott. Ich habe mit dem Gefangenen gesprochen. Er sagte mir, dass Fulko mit den Ork-Söldnern unter einer Decke steckt. Tatsächlich? Diese Verräter? Das musst du sogleich seiner Exzellenz mitteilen. Alles zu seiner Zeit. Zunächst brauche ich einen Beweis, der Fulko überführen wird. Was für ein Beweis? Der Gefangene teilte mir mit, dass Fulko einen Brief in seinem Besitz haben müsste, der ihn belastet. Ich muss nur wissen, wo dieser sein könnte. Wenn dieser Brief so wichtig ist, dann wird er ihn entweder gut versteckt oder sogleich vernichtet haben. Er könnte ihn allerdings auch bei sich haben. Das glaube ich nicht. Fulko muss immer damit rechnen, mal mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu werden. Wenn man bei so einer Situation den Brief bei ihm findet, ist es aus mit ihm. Und das wird so ein schlauer Fuchs wie Fulko sicher wissen. Da ist was dran. Gut, hoffen wir, dass er den Brief noch nicht vernichtet hat. Wo aber könnte er dann sein? Ich würde erstmal in seinem Zimmer suchen. Vielleicht hat er ihn in seiner Truhe. Wäre das nicht etwas zu einfach? Warum? Die Truhe ist gut verschlossen und die Wache lässt niemanden ins Zimmer. Der Brief wäre also dort sicher. Dann müsste ich also Fulko den Schlüssel entwenden. Ich merke schon, ich werde noch Meister im Taschendiebstahl. Sieht so aus. Was aber willst du mit der Wache machen? Na was schon, die werde ich schon schnell unschädlich machen. Dann verwende hierzu einen Schlafzauber. Ansonsten musst du damit rechnen, dass die ganze Burg in Aufruhr gerät. Gut, ich schau mal, was sich machen lässt. Ich habe aber noch eine Bitte. Komm bitte zunächst zu mir, wenn du den Brief gefunden hast. Ich muss mich mit eigenen Augen überzeugen, dass Fulko ein Verräter ist. Gut, einverstanden. Okay. Also wir haben ja gesehen im Hintergrund, als ich mit Janus geredet habe, jetzt auch wieder, der guckt sich hier einen Brief an. Also hier der Fulko, schaut mal. Es wäre gewagt, seinen Truhenschlüssel zu stehlen. Jetzt ist da was freigeschaltungt worden. Schaltungt, alles klar. Deswegen bitte sehr erstmal gucken. Hey. Erstmal ablenken. Hey, ich warne dich. Ja, und dann... versuchen. Ich hab den Truhenschlüssel für Fulko. Super. Ich hab Fulkos Truhenschlüssel. Das hat schon mal geklappt. Nö. Das will er auch nicht wissen. So, dann haben wir hier die Wache. Und Janus hat uns ja clevererweise den Schlafspruch. Mal gucken, wo habe ich denn den? Altes Fischerdorf, Stadt. Nö, habe ich wahrscheinlich wieder deselektiert. Oder ich habe den Schlafspruch gar nicht mehr vergessen, habe ich hier. Ah, 9. Die 9 ist es. Ja, bevor ich das mache. Also, wer hat denn die Folge gesehen, dass ich einen Schattenläufer mit dem Schlaf, mit einer Angstspruchrolle außer Gefecht gesetzt habe? DR, melde sich bitte. Na. Sehr schön. Ey, was ist denn los? Ich sack zusammen. Ja, sollst du auch. Wollen wir erstmal hier die Truhe gucken, Fulkos Truhe, richtig. Guck
gucken wir mal ganz schnell. Ach ja, hier, Fulkos Brief und 145 Gold. So, lass uns schnell sputen. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Okay. Ach, wer denn? Die Wahl. Halt, was willst du denn hier? Ich gehe ja schon wieder. Mist, wollten noch ausrauben, bin ich blöd. Naja, okay. Erstmal lesen wir mal den Brief, den Fulko belastet. Ja, mal gucken, wo er ist. Da, Fulkos Brief. Hallo Fulko, wie lange willst du eigentlich noch warten, bis Bruno bereit ist, uns in die Stadt zu übergeben? Mit ein paar Typen in der Stadt wählen wir noch fertig. Öffne einfach in der Nacht mal das Tor von Tamora. Ach nee, öffne in der Nacht einfach mal das Tor und Tamora ist unser. Jakko. Aha, Jakko. Ich habe den Brief gefunden. Hier, lies ihn. Lies. Tatsächlich. Fulko steckt mir den Orksöldnern unter eine Decke. Das hätte ich nie vermutet. Hier, hast du den Brief zurück. Du siehst, dass ich recht hatte. Nun kann ich Fulko überführen. Dann geh mit diesem Brief sogleich zum Statthalter, damit dieser Verräter seine gerechte Strafe hält. Das ist mir zu riskant. Dieser Fulko ist mir zu gerissen. Nachher behauptet er noch, dass dieser Brief gefälscht ist. Was willst du aber tun? Ich werde zu Fulko gehen und ihm den Brief zeigen. Vielleicht begeht er einen Fehler. Tu das lieber nicht. Er wird dich sicher ermorden wollen, wenn du ihm den Brief zeigst. Dazu gehören immer zwei. Keine Sorge, mit Fulko werde ich schon fertig. Na schön, wie du willst. Enos möge mit dir sein. Oh, weia. Dann gucken wir mal eben kurz. So, ich habe Janus mitgeteilt, dass ich den Beweis gefunden habe. Er riet mir sogleich, im Statthalter zu sprechen. Doch, das ist mir zu riskant. Okay, das wissen wir. Ja, da soll es wohl so sein, dass... Dass ich zuerst Fulko konfrontieren muss. Oh, weia. Bisschen Angstdinger habe ich schon. Er wird bestimmt die Waffe zücken. Ich weiß, dass du mit den Orksöldnern unter einer Decke steckst. So? Wie kommst du denn auf den Unsinn? Bevor du mir das nicht beweisen kannst, brauchen wir erst gar nicht weiterzureden. Ich kann es beweisen. Ich habe den Brief, den dir der Anführer der Orksöldner geschrieben hat, in meinem Besitz. Du hast mir nachspioniert. Das sollst du büßen, du verdammter Schnüffler. Oh Gott. Dann hauen wir erstmal ab, ziehen unsere Waffe und gucken mal. Wo ist er denn? Er bleibt am Tisch hängen. Fulko, mach mal. Oh, ich hab Reichweite. Ja, Fulko. Bisschen dumm, ne? Oh, Ich brauchte doch nur noch einen Hit. So, jetzt nochmal. Ich weiß, dass du mit den Orksöldnern unter einer Decke steckst. So, ja, bevor du... Ich kann es beweisen. Du hast mir... Okay, abhauen. In die Richtung. Hoffentlich bleibt er wieder hängen. Ja, er bleibt wieder hängen. Oh, ich muss ein bisschen hier rüber. Okay. Schade, dass hier kein Netz aufgespannt ist wegen Tischtennis. Jetzt geht's rund, sagt er. Wo denn? Der Tisch ist eckig, der ist nicht rund. Ich guck mal, ich hab doch jetzt. Was hat denn Fulko für eine Waffe? Das werde ich nachher sehen, wenn ich ihn gleich mache. Oh, hier. Ja? Nisme? Fulko. Nicht. Oh, das ist doch hier kein Tennisspiel. Erfahrung 300, meine Herren, sehr gut. Ach, ein Paladin-Schwert. So, Fulko, was haben wir denn da alles? Oh, ein Teleportstein zur Burg. Okay, da ist ja der Teleportstein zur Burg, den ich ja von einer Periode von Folgen mal angemahnt hatte, dass man den mal haben könnte oder sollte. Das finde ich gut. So, Fulko. Jetzt reibe ich meine Hände.
warte auf nicht sein... Nicht zu holen. Warte auf sein Aufwachen? Nee, er nicht ist tot. Zu holen. Wieso ist denn der jetzt tot? Wieso ist Fulko jetzt tot? Verstehe ich nicht. Ich hab ihn doch nur mit dem Säbel. Ja gut, okay. Kommentare erwünscht. Oder Bemerkung. Ja, das Ganze sollte natürlich... Moment. Wo ist denn hier unser Janus? Ist das er da hinten oder ist das Brünische? Nee, Janus ist es. Janus, ich hab Fulko getötet. Fulko ist tot. Fulko ist tot. Ja, ich hörte bereits davon. Diese Verräter hat es nicht anders verdient. Glücklicherweise konnte ich ihn noch rechtzeitig entlarven. Ja. Danke, dass du Tamora gerettet hast. Doch... Was? Erwarte nicht, dass der Statthalter sich dankbar zeigen wird. Dafür kenne ich ihn zu gut. Hey, auf einmal jetzt Statthalter und nicht mehr der Fürst von Tamora? Nun, ich denke, dass Pono nach dieser Geschichte wieder bereit sein wird, Roba wieder seinen König anzuerkennen. Aha. Ja, mal gucken, was Bruno dazu sagt. Hey Bruno. Fulko ist tot. Fulko ist tot. So? Sag bloß, dass du für seinen Tod verantwortlich bist. Ja. Fulko hat ein doppeltes Spiel getrieben. Er hat mit den Ork-Söldnern paktiert. Kannst du das beweisen? Er wurde gesehen, wie er sich am Abend mit dem Anführer der Ork-Söldner getroffen hat. Das ist allerdings verdächtig. Aber dafür kann es auch eine einfache Erklärung geben. Außerdem habe ich diesen Brief gefunden, der ihn eindeutig belastet. Zeig her! Hier ist er. Bei Innos, du hast recht. Fulko war ein Verräter, der uns den Orks in die Hände spielen wollte. Also glaubt ihr mir? Natürlich. Dieser Beweis überzeugt mich endgültig. Wow, okay. Da fragen wir mal, warum der so sich da eingeschleimt hat bei Bruno. Wie konnte Fulko überhaupt so schnell euer Vertrauen gewinnen? Nun, eines Tages wurde mir ein Reisender gemeldet, der mich dringend zu sprechen wünschte. Zunächst wollte ich ihn gar nicht empfangen. Doch dann wurde mir gesagt, dass er eine sehr wichtige Nachricht für mich hätte. So empfing ich ihn schließlich. Was wollte er? Er kam schnell zur Sache. Als er vor mir stand, sagte er mir sogleich, dass er den Auftrag bekommen hätte, mich zu töten. Wie bitte? Ich habe mich doch jetzt verhört, oder? Nein, das hast du schon ganz richtig verstanden. Er sagte mir dann, dass er ein Assassine sei und von seinem Auftraggeber den Auftrag bekommen hätte, mich zu töten oder... Oder? Oder mit mir in Verhandlungen zu treten. Sobald er den Eindruck gewonnen hatte, einen klugen und verständigen Mann in mir gefunden zu haben. Interessant. Und weiter? Er gab mir dann den Brief eines Schwarzmagiers namens Al-Mansur, der mir in diesem Brief schrieb, dass meine Insel bald von den Orks angegriffen würde. Al-Mansur schrieb weiter, dass ich meine Insel retten könne, wenn ich den Rat seines vertrauten Fulko befolgen würde. Und auf zu klimpern. Dieser riet mir, sogleich mit den Orks in Verhandlungen zu treten, sobald sie die Insel betreten würden. Und das habt ihr Fulko so ohne weiteres alles abgenommen? Nicht sofort. Ich wollte ihn zunächst in den Kerker werfen. Doch dann sagte Fulko, dass ich mich von der Wahrheit dieses Briefes bald überzeugen könne, da es nur noch wenige Tage dauern würde, bis die Orks eine Gruppe von Orksöldnern als Vorhut an Land setzten. Diese hätten den Auftrag, die Burg von Tamora so lange zu belagern, bis eine Ork-Armee die Insel erreichen würde. Es dauerte auch gar nicht lange, bis ich diese Nachricht bestätigt fand. 3 Tage später waren die Söldner auf der Insel und fingen mit der Belagerung an. So ernannte ich schließlich Fulko zu meinem Berater und gab ihm alle notwendigen Vollmachten, um mit dem Feind zu verhandeln. No. Ich vertraute ihm, da er einen ehrlichen Eindruck auf mich gemacht hatte. Oh, jetzt klimpert er wieder. Jetzt weiß ich, dass dieser Mistkerl nur ein falsches Spiel mit mir getrieben hat.
möge seine schwarze Seele dafür in ewiger Verdammnis zu Belia fahren. Oh, ein Glück. Aber was ist denn das für ein Geklimper hier? Sag mal, Isabel, was soll denn das hier? Du störst unser Gespräch, ein wichtiges Gespräch, Isabel. Hallo, hör mal auf. Die spielt da rum. Es gibt keinen Morgen. So, jetzt kann ich es anlabern. Nee, eben nicht. Okay, nochmal Bruno quaken. Mal ein bisschen Abstand nehmen. Was ist jetzt mit den Ork-Söldnern? Nun, was soll schon mit diesen sein? Solange sie auf unserer Insel sind, haben wir ein Problem. Allerdings hat mir ihr Anführer Jacko vorgeschlagen, mit ihm zu verhandeln. Es gibt aber nur eine Lösung. Er muss mit seinen Männern die Insel verlassen. Und zwar sofort. Etwas anderes können wir nicht akzeptieren. Und wer soll mit Jacko verhandeln? Ursprünglich wollte das Fulko machen. Aber vielleicht könntest du das jetzt übernehmen. Warum sollte ich? Ganz einfach. Ich wäre dann bereit, König Ober wieder als Herrscher von Tamora anzuerkennen. Und deine Fragen bezüglich der Ork-Flotte würde ich dann auch beantworten. Allerdings erst dann, wenn unser Problem mit den Ork-Söldnern gelöst wäre. Gut, wo soll ich mich mit Jacko treffen? Am Fuße des Berges, der zwischen der Stadt und den beiden Ork-Söldnerlagern im Wald liegt, wird er auf dich warten. Ja, am Fuße des Berges. Schön gesagt. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde pennen. Am Fuße des Berges. Was ist denn jetzt los hier? Stefan ist plötzlich hier. Okay. Janus, hey. Noch was zu erzählen? Auch nicht. Gut, da ja Fulko tot ist, wird auch hier keine Wache mehr stehen. Somit kann ich also in Fulkos Himmelbettchen gehen. Also das ist ja hammerhart hier. So, was ist jetzt? Hier liegt da Fulko. Ist nicht zu holen. Wir hatten den hier reingeschleppt. Wahrscheinlich der Geist. Echt schön, echt schön, echt schön. Jep, 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 jep. Ich habe ja jetzt diesen schönen... Ja, erstmal gezeigt. Ich habe doch jetzt diesen schönen Burgenteleport, der auf 6 steht. Ja, ist ganz gut. Reicht auch so. Wer steht jetzt plötzlich hier? Hier stand doch sonst niemand. Wache, am Fuß des Berges steht dann Jacko. Jacko. Jacko, der Sänger? Das heißt also irgendwo da hinten. Oh, das wird lustig. Und nochmal, aufgemerkt. Liebe Zuseher, ein Dankeschön an denjenigen, der mir gesagt hat, ich sollte doch einen Zermalmer kaufen. Hier kann ich ja nur eine Rüstung kaufen. Einen Zermalmer, um sozusagen einen Steingolem zu... Zeig mir deine Ware. Das ist er. Das, ja. Ist ja auch nur 2200 Gold wert, der Zermalmer. Und ich brauche auch noch benötigte Stärke für 120. Das ist aber so einfach nun auch wieder nicht. Weil ich ja erst Stärke 60 habe. Also nur die Hälfte. Super, super. Okay, dann haben wir ja das auch schon mal erledigt. Na. Dann gehen wir mal runter. Joseph. Am Fuße der Berge. Ja, nicht so runterspringen. Oh, das war knapp. Am Fuße der Berge, Jacko. Wo soll denn Jacko werden? Ach, shit. Die habe ich ja alle noch gar nicht weggemalmt. Hätte schlimm ausgehen können.
Na, dann werden wir mal so nebenbei noch mal hier so einen grünen Käfer mal eliminieren. Ich hoffe, oh, nicht beide zusammen. So, ich hoffe mal mit... Na also, klappt doch. Gut, das war ein kleines Intermezzo. Hühner. Oh, ist da eventuell Fulko mit bei? Ochsöldner, Ochsöldner sind nur zwei, okay. Also eben nicht. Jetzt mit. Nee, ich bin nicht mehr dran. Jetzt einen Fehler gemacht. Okay, kommt keiner hinter mir her. Der macht das Vieh kaputt. Nee, er läuft zurück. Ja, am Fuße des Berges, zwischen den beiden Orksöldnerlagern, hieß es. Könnte er irgendwie hier sein? Oder im Höhleneingang eventuell? Ich muss mal gucken nachher. Es ist mal was Mampfen. 24 Fleisch. Und ein Gobro. Also irgendwas sagt mir, dass ich falsch bin. Irgendwas sagt mir, dass es da drüben ist. Da, wo ich Igor damals getroffen habe. Denn da steht ja dann auch hier, Verhandlung mit Jacko. Er muss mit seinen Männern... Irgendwo habe ich was mit Igor gelesen. Aber jedenfalls ist das so. Das weiß ich. Ja, ja. Oh, ja, ist gut. Nein, keine Lust. Ich will mich mit Jacko treffen. Ah, oh, toll. Zwischenintermezzo hier. Ja, los, komm, krieg's einen auf die Omme. Oh, Mann. Das macht der. Ja. Ach, diese tänzenden Goblins immer. Nicht zu holen. Okay. So, weiter zu Jacko. Ich glaube, ich gehe erstmal scouten. Okay, das ist wieder ein Goblin. Ist irgendwo wilde Wölfe, schwarzer Goblin, ach du liebes bisschen. Ja, ich werde es mal ein bisschen sicherer machen. Das war hier so knapp an den grünen Dingern vorbei, ja genau richtig. Oder, ah ja, hier. Ich glaube, diese Strahlenteile sind. Und da hinten sehe ich auch schon den Berg. Oh! Doch nicht so einfach. Los, komm. Erstmal raus aus diesem Gezücht hier. An der Stelle mal hier, ne? Ach je. An der Stelle mal kurz überlegt, wie ich hier besser vorbeikomme. Nee, da ist wieder ein Wolf. Nein. Wieso sind denn hier immer noch Wölfe? Habe ich die alle vergessen, um zu nieten oder was? Ah ja, richtig. Genau, richtig. Sehr gut. Wo? Lauflieder? Und Wolf in der Nähe? Nein, okay. Ich glaube, ich bin jetzt safe. Und da hinten war ja die Höhle, wo ich Igor traf. Okay. Ist hier was in der Nähe? Oh, ein Wolf wieder. Sehr gut. Hier? Oh, nicht zu nah dran. Okay, also am Fuße des eines Berges oder des Berges. Okay, also hier war ja Igor. Oder ist Igor? Der mir was Lustiges beibringen kann. Neuerdings. Hey, ich will geschickter werden, okay. So, und irgendwo am Fuße des Berges. Einmal nach rechts geguckt. Ne, da gehe ich nicht hin. Ach, hier ist ein Weg. Dann, oh, und da. Da steht ja ein Orkle. Was? Jackos Orkleibwächter und Jacko selber.
Ja, liebe Freunde, es wird spannend in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen und gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare und seid gespannt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich und sage Tschüss.